Moin Moin und herzlich willkommen zu den 19. Kilo Open Source und Linux Tagen. Dieses Jahr, wie sollte es anders sein, wieder als reine Online-Variante. Ihr könnt, wenn ihr das jetzt seht, seht ihr es entweder auf YouTube oder auf unserem PeerTube-Kanal. Wenn ihr an den Vorträgen teilnehmen wollt, also Fragen an die Referenten stellen wollt, haben wir heute einen BigBlueButton-Raum. Nur einen. An den folgenden Tagen haben wir bis zu 2 Vorträge parallel. Die werden in PeerTube und YouTube übertragen. Und das Programm findet ihr unter kilux.de/programm. Ja, und wie man sieht, ich befinde mich nicht wirklich am Hafen. Und neben mir, die Richtung ist sogar richtig, wenn ihr diesen wunderbaren Kanal Linux Guides guckt, das ist Mr. Linux Guides. Wir machen nur ein bisschen Mist hier. Hallo, genau. Erstmal auch von meiner Seite. Wir sitzen tatsächlich im selben Raum, ganz witzig. Also haben da schon vorhin ganz viel Schabernack mitgetrieben, wie man es ja heute neudeutsch so sagt. Von mir auch ein herzliches Willkommen. Wir haben heute am Linux Presentation Day 3 Programmpunkte, soll ich die direkt sagen? Ja, mach. Ja, gerne. Dann haben wir einmal am Anfang einen Linux-Anfängerkurs. Das heißt, wenn du jetzt noch nichts von Linux gehört hast und einfach mal direkt loslegen willst, so einen kleinen Start haben willst und quasi dann nach dieser Stunde, nach dieser Stunde bist du, ich sag mal, bereit, Linux zu nutzen und hoffentlich damit relativ viel Spaß zu haben. Dann im zweiten Programmpunkt, sage ich auch gerne, oder du? Du siehst es direkt vor dir. Ich müsste so ein bisschen linsen, also von daher ist es einfach. Ich sehe es direkt vor mir, ja klar. Das sind einmal die Grundlagen zum Raspberry Pi. Das wird Stefan Wollner machen. Und dann ab 17 Uhr bis 18 Uhr werden dann Maren Hachmann, Hauke Großhabermann und ich die Fragestunde zu Linux und Open Source machen. Das heißt, dann könnt ihr so ziemlich alles über Linux und Open Source stellen, was ihr wollt. Vermehrt natürlich eher Einsteigerfragen. Also wir erklären auch heute gerne alles 3- oder 4-fach mal. freue ich mich schon ganz besonders drauf. Und ich würde mal sagen, ich habe hier zwar nicht meine Lieblingstasse da, aber ich hoffe, die ist auch okay. Und würde sagen, ich nehme nochmal schnell einen Schluck und dann legen wir fast gleich direkt. Genau, dann geht's auch schon los. Legen wir direkt mit dem ersten Vortrag los. Wir gehen ganz kurz hier auf YouTube oder PeerTube auch noch. Ne? PeerTube, genau. Sind wir auch live gerade. Gehen wir ganz, ganz kurz in die Pause und sind sofort wieder. So, jetzt muss ich das hier nochmal umstellen. Haha, ein bisschen üben hier. Und ich würde sagen, bis gleich.